Wer weiß denn hier, was ein Mausarm ist? Also das ist der Tennisarm des 21. Jahrhunderts sozusagen. Wir tun jetzt was dagegen, beziehungsweise wir tun was für Orthopäden lieben diesen Trick. Ich sage es einfach mal so. Hier ist Open Gestures von Mathis, Fabian, Julius, Jonas, Ludwig und Basti. Genau, hallo. Wir sind das Team von Open Gestures. Und ich stelle euch einfach erstmal die Leute vor, die damit gearbeitet haben. Also zum einen Ludwig und Basti haben bei uns das Casing 3D designt und gedruckt. Dann Jonas hat auch beim 3D-Design mitgeholfen und die Hardware gemacht. Und wir drei haben eigentlich hauptsächlich die Software gemacht. Die Idee war, dass wir für Leute, die nicht die Tastatur bedienen können oder die Maus, auch den PC bedienen können. Mit einem Gestenerkenner. Und dann konnte man halt mit diesem Gerät da drüben die Maus bedienen. Genau, zur Hardware dann. Wir haben einen Microbit da am Arm befestigt. Der hat einen Ring aus Neopixel, RGB-LEDs außenrum und einen Gyrosensor, der die ganze Zeit Daten wie Lage und Rotation, also Drehung, ausmisst. Dann haben wir noch einen Empfänger, der ist da vorne, das ist auch ein Microbit. Der ist mit USB über eine serielle Schnittstelle an den Laptop angeschlossen. Die beiden sind über Bluetooth miteinander verbunden. Über wie die Daten ausgelesen werden vom USB-Port erzählt euch Fabian gleich noch was. Also dann, hier seht ihr nochmal einen Prototyp. Da haben wir noch die Batterie mit Gummibändern an den Microbit befestigt. Deswegen haben Basti und ich dann auf einem kostenlosen 3D-Programm dann ein paar Formen erstellt. Wir haben auch viel dazugelernt, weil wir auch eigentlich noch nie Erfahrungen damit gesammelt hatten. Und so sehen sie eben aus. Hier seht ihr den Gestenerkenner dann nochmal in Aktion. Das ist ein Ausschnitt aus dem Video, das wir gedreht hatten. Ja. Das ist wieder mental. Ich fasse den Laptop nicht an. Genau. Genau, das Ganze funktioniert, wie gesagt, durch diesen Microbit, den ich hier habe. Da ist Code drauf und der Code liest lediglich die ganzen Daten von den Sensoren aus, also von dem einen Sensor, und schickt die über Bluetooth an den anderen Microbit. Der nimmt einfach die Daten und schickt die an den PC. Und der PC verwandelt das dann in die Mausbewegung. Genau. Und dafür haben wir natürlich auch Code geschrieben. Seht ihr hier drüben, das ist der Code, der auf dem Ding hier läuft, mit dem halt eben das ausgelesen wird. Der liest eigentlich hier drauf nur aus, in welche Richtung es denn bewegt. Und dann kann er auch hier diese schönen Lichteffekte anzeigen, damit man dann auch selbst sieht, in welche Richtung das Ding bewegt ist. Der sendet es dann per Radio, das seht ihr da dort oben, ein Stück hoch. Sendet das dann hier an den da. Der sendet das über eine serielle Schnittstelle einfach an den Computer und der verarbeitet das Ganze. Wir haben auch eine Dead Zone eingebaut, wenn man die Hand gerade hält, bewegt sich der Mauszeiger nicht, weil ansonsten ist er irgendwann irgendwo. Und außerdem, wir haben eine Funktion eingebaut, dass man das Ding ausschalten kann, weil wer will die ganze Zeit so dastehen, wenn er die Maus nicht bewegen will? Kann man es einfach runter machen. Genau. Genau, also das war ein kleiner Überblick über unser Projekt. Weil wir mit Open Gestures eben auch Open Data und Open Source unterstützen wollen, haben wir das auf GitLab hochgeladen und wenn man den QR-Code scannt, kann man zu unserem Repository kommen. Genau, und dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir bedanken uns noch ganz stark bei unserer Dementorin, der Elli. Applaus, Applaus für Mathis, Fabian, Julius, Jonas, Ludwig und Bastian, Open Gestures. Wenn ihr kurz abbauen könntet und der Rest zu mir nach vorne kommt, dann stelle ich euch noch ein paar Fragen. Ich will unbedingt wissen, zum Beispiel, ihr hattet jetzt ein Wochenende lang Zeit hier bei Jugendhackt.
mit Software und Hardware zu arbeiten, habt ihr gemacht. Und ihr habt quasi eine drahtlose Gestensteuerung gemacht. Warum denn? Die gibt's doch schon. Ja, wir wollten auch sehen, wie sowas funktioniert. Weil es gibt das zwar, aber das ist so, wenn man nicht weiß, wie es funktioniert, ist es Magie sozusagen. Und was man bisher ja kennt, ist auch irgendwie so mit Kameras. Und wir haben halt eine günstigere Alternative tatsächlich auch erstellt. Und wir verstehen auch, wie das funktioniert. Und es ist gar nicht so einfach. Ich habe dich gerade ein bisschen getriezt. Du hast mir vorher im Gespräch schon gesagt, wenn man selber macht, dann lernt man es natürlich auch einfach am besten und weiß, wie es funktioniert. Ihr habt euch mit einem Team von 6 Leuten abgestimmt. Ihr habt 3D-Drucker benutzt. Ihr habt gecodet. Wer von euch konnte denn was vorher schon? Wie habt ihr euch denn zusammengefunden? Jeder hatte so einfach seine einzelnen Talente. Also wenn die drei jetzt gut coden können, dann sollen sie halt coden. Und wenn die jetzt gut 3D-modeln können, sollen sie halt 3D-modeln. Also konnten sie in dem Fall jetzt nicht, aber es ist ja kein Problem. Man ist sich jetzt zum Lernen da. Also jeder hat das gemacht, was ihm Spaß gemacht hat. Und es ist eigentlich schön aufgegangen mit der Rollenverteilung. Was habt ihr gelernt? Gibt es jemanden von euch, der besonders was gelernt hat? Also ich habe davor eigentlich noch nie gecodet und jetzt habe ich eben meine ersten paar Zeilen Code mit Python geschrieben, mit viel Hilfe von Julius, und es ist eigentlich ganz gut gelaufen. Aber er hat es gut gemacht. Ich finde, ihr habt es auch gut gemacht. Danke euch für Open Gestures. Euer Applaus.